Congratulations, and thank now you. We can go and right. I come in. Congratulations. Yeah. Thank you. Enjoy. Thank you, man. Ladies and gentlemen, your world champion! Besser. Vorbereitungen auf ein Turnier, das aus Sicht der DBB-Mannschaft ähnlich erfolgreich verlaufen soll wie die Eurobasket vor einem Jahr. Es warten zwei Partien auf das Team von Coach Gordon Herbert, ein durchwachsener Testspielsieg gegen Griechenland und eine knappe Niederlage gegen Team USA. Wir spielen schon sehr gut. Ich bin wirklich sehr happy auch mit dem Team. Die Physis, mit der Physis, mit der wir spielen, wie wir als Team zusammenspielen, verteidigen, off the court auch die Sachen, die wir machen. Okinawa, Japan, der Austragungsort der deutschen Gruppenspiele. Tropisches Klima und breite Strände. Doch gleich die erste Nacht vor Ort durchbricht das idyllische Urlaubsfeeling. Vier Uhr morgens, Raketenalarm. Ich habe weiter geschlafen. Und dann hat mein Handy irgendwann nochmal so geklingelt. Ich habe geguckt. Es waren deutlich mehr Lichtzeichen mehr als sonst. Okay. Ich habe das so gar nicht so genau mitbekommen in der Nacht, weil ich war eigentlich nur mit meinem Schlaf beschäftigt. Was macht ihr jetzt? Ein bisschen Krafttraining? Was erwartet ihr jetzt von Okinawa die nächsten Tage? Natürlich erstmal an die Zeit anpassen. Jetzt heute mit dem Mediatag ein bisschen stressig. Ich bin als nächstes dran. Ihr habt's gehört. Nee, du kommst. Das ist ja peinlich hier. Ich hab's einmal geschafft. Boah! Ja, macht er sehr gut. Ist ja ein schöner junger Mann, deswegen macht er das sehr gut. Er freut sich jetzt auch, dass ich das gesagt habe. Nach dem Shooting ist vor dem Shooting und vor dem Auftaktspiel. Hat sich der Trainer gewünscht. The White Coldplay. Great show. Und dann ist es soweit. Okinawa in Japan, Ortszeit 20 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Basketballfans hier bei Magenta Sport. Und herzlich willkommen aus unserem WM-Studio, aus dem wir die nächsten zwei Wochen für Sie übertragen werden. Und Marco, die Vorbereitung, die hat, glaube ich, auch noch mal richtig Vorfreude gemacht, auch Optimismus gebracht. Die Mannschaft sieht intakt aus und ich glaube, dass sie gut vorbereitet sind. Japan, Gastgeber und auf dem Papier der schwächste Gruppengegner.
und dann Alley-oop ans Spiel. Und das haben die beiden ja nun wirklich immer wieder mal gemeinsam exerziert. 81-63 heißt es am Ende. In einer Partie, bei der vieles gerade am Anfang so gelaufen ist, wie wir gedacht haben, aber nicht alles bis zum Ende funktioniert hat. Wir haben das Spiel gewonnen, das war das Wichtigste. Auch relativ deutlich doch am Ende. Aber das mit Franz ist natürlich eine scheiß Situation. Ich hoffe, dass es jetzt nichts Schlimmeres ist. Franz Wagners Knöchel, eine erste Baustelle früh im Turnier. Seinen Platz in der ersten 5 bekommt gegen Australien Isaac Bonga. 3 Sekunden. Bonga! Spektakulär! Wie besser hätte es nicht beginnen können für den Franz Wagner-Ersatz in der Static 5. Der Mann des Spiels ist aber Dennis Schröder. 30 Punkte und 8 Assists. Ein Statement vom Kapitän in einer Partie, die ein erster Härtetest ist. Maudolo muss die loswerden über Dosch. Der Coach spricht von einem Breakout-Game. Wie fühlt sich das an, so ein Spiel bei einer WM zu haben? Ja, da kommt dazu. Das ist der Killer hier, Deutschland siegt und feiert das Geburtstagskind Franz Wagner. Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Franz! Happy Birthday to you! Das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Confidence Boost, hat uns das Team gegeben. Das war so eine kleine Next Man Mentality, natürlich mit Franz, der draußen war. Der hatte gestern einmal, ne, geknackt, als wir in der Kabine waren. Oh, das ist frei. Gut. Frisch erholt und eingerenkt geht es dann 2 Tage später ins letzte Gruppenspiel. Finnland. Dritter Auftritt, dritter Sieg. Daniel Theiss und Dennis Schröder müssen nicht mehr als 22 Minuten oder respektive 17 Minuten spielen. Die Jungs sind völlig ausgeruht und voller Spielfreude. Wir haben Justus Hollertz, der gezeigt hat, dass wir auch in der kritischen Phase, das war jetzt kein Härtetest, aber es war schon so, als diese Finnland diese 5 Punkte Führung hatte, dass man dachte so, okay, wenn die jetzt noch 2-3 treffen, dann wird es schon kritisch hier. Das heißt, das haben wir. Wir haben tolle Minuten ohne Dennis Schröder gesehen, was ja auch immer eine Frage ist. Wir haben Isaac Bonga noch mal mehr in der Offensive involviert gesehen. Wir haben gesehen, dass Andy so ein bisschen in der zweiten Halbzeit seinen Weg in das Turnier gefunden hat. Wir haben David Krämer gesehen, der hinten raus noch 2 reingebolzt hat. Wir haben Nils gesehen, der schön gespielt hat. Die Gruppenphase zeigt, Deutschland gehört zum Kreis der Titelfavoriten. Ich mach mal lieber was, sonst schaut's aus, wie gut's macht. Zwischenrunde. Die Gegner heißen Georgien und Slowenien. Zeit für einen Erfahrungsaustausch. Gegen Georgien punkten gleich 6 deutsche Spieler zweistellig. Außerdem fliegen 20 Dreier durchs Netz bei einer atemberaubenden Quote von 57%. Endstand 100-73. Auf dem Weg zurück ins Hotel gibt es Zeit, um potenzielle Gegner zu beobachten, bis das Datenvolumen streikt. Das ist es. Da ist er. Das ist Spaniens erste Niederlage heute. Ja, aber das ist krass, Mann. Du und dein Spiel gegen Kanada wahrscheinlich. Ja. Spanien gegen Kanada? Ja. Nee. Doch. Ja. Aber Kanada ist durch. Nein. Das ist die Situation wie wir. Das ist genau wie bei uns. Für meinen Bruder. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Es ist 20 Uhr. Heute mit den Tagesthemen aus Okinawa. Das DBB-Team zieht phänomenal ins Viertelfinale ein. Nach dem Sieg gegen Georgien und dem Sieg Sloweniens über Australien ist es sicher, dass das DBB-Team im Viertelfinale steht. Heute erwartet das DBB-Team noch ein Taifun. Schauen wir mal, was er mit sich bringt. Dankeschön. Hier mit Easy. Was bedeutet dir das, dass wir jetzt im Viertelfinale stehen? Es ist natürlich immer ein Privileg, in so einem Viertelfinale zu stehen. Und das macht man heutzutage gar nicht alle Tage. Ohne Druck steigt dann das Spiel gegen die Slowenen und Luka Doncic. Das erste Viertel wird komplett verschlafen. Und zum ersten Mal im Turnier ist die Stimmung im deutschen Team angespannt. Alles gut, Jungs. Der nächste Beef. Also das ist hier auch ein emotionaler Test für die deutsche Mannschaft. Den die DBB-Auswahl trotz ersten Konflikten eindrucksvoll löst. Erneut die 100-Punkte-Marke geknackt und mit 29 Zählern Vorsprung gewonnen. Doch bevor es im Hotel den wohlverdienten Schlaf gibt, noch ein kurzer Blick auf das Do-or-Die-Spiel zwischen Spanien und Kanada. Nach dem Aufwachen, Koffer packen, Abflug in Richtung Manila. Die Plätze. Super. Sehr gut. Aber der Kollege ist ein bisschen... Der braucht halt ein bisschen mehr Platz. Erstens habe ich es so gemacht, dass wir immer nur zwei... Er hat sich gegaunert. Die Reise war angenehm. Ich glaube, der Flug war ein bisschen mehr als 2 Stunden. Aber der erste Eindruck ist halt eine Riesenstadt. Ne? Stressiger. Wir haben nachgewiesen, glaube ich, knapp 15 Millionen Einwohner. Und es ist natürlich genau das Gegenteil, was wir erlebt haben auf Okinawa. Manila, ein neuer Ort mit alten Bekannten. Serbiens Coach Svetislav Pesic trifft im Hotel auf Moritz Wagner und versucht herauszufinden, wie es um Bruder Franz steht. Du weißt nicht, was mit deinem Bruder. Ich lasse ihn in Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Das ist nicht gut. Ich lasse ihn in Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Aber es sieht gut aus, glaube ich. Ja. Gut, da wieder weiter. Schöne Grüße. Ja. Gebe ich raus. Schön zu sehen, Coach. Ich will gerade Aufnahme von Pesic, wie es denn deinem Fuß geht. Was ist jetzt? Bänderriss? Ich denke, weiß ich doch nicht, Junge. Ich hätte voll Angst, Mann. Viertelfinale Lettland. Wieder mit Franz Wagner und gefühlt ohne Dennis Schröder. Super wichtige Aktion. Irgendeiner klickt dann doch meistens immer noch mal. Die Deutschen führen hier Ende der ersten Halbzeit, obwohl Dennis Schröder 0 von 9 ist. Mit das schlechteste Spiel, was, glaube ich, gespielt habe in meiner Karriere. And it got to the point where, you know, the last 4 or 5 minutes, hey, we're going to take him off the floor? No. We're going to win with him or we're going to lose with him. And for me, that's what you do with your best players. Jetzt die richtige Entscheidung fällt. Schröder, Ball nochmal zurück. Wer übernimmt die Verantwortung? Dennis merkt, er muss es selber machen. Und er ist zu kurz. Und wir haben 7 Sekunden auf der Uhr. Und es kann gleich alles zu spät sein. Wenn Bertans diesen Wurf trifft, ist alles zu spät. Aber es ist nicht zu spät. Es ist geschafft. Es ist vollbracht. Oh mein Gott. Was für ein himmelschreiendes Drama am Ende. Das war natürlich unfassbares Glück für die Deutschen hier in der Schlusssekunde. Komm, wir laden die Bullen auch noch ein. Moin,
Witziger, ja. Bereits jetzt ist es ein Riesenerfolg, der Halbfinaleinzug bei einer Weltmeisterschaft. Und dann folgt der 8. September 2023. Wer löst das Ticket für das WM-Finale? Deutschland oder Team USA? Enjoy this shit, man. Together, enjoy it. W on three, 1, 2, 3. W on three. Legt ab für Vogtmann, da ist Andi Obst für rein. Schröder mit Daniel Theiss. Einmal durch die Zone hindurch. Jetzt kann Franz Wagner attackieren. Es entwickelt sich die vielleicht beste Basketballpartie auf Fieberniveau der vergangenen zwei Jahrzehnte. Edwards, jetzt kann er mit Dreistorm. Nasty. Deutschlands Nummer 42 eskaliert komplett. Da ist Obst. Shot fake. Lässt sein Gegner fallen. Und was vor gut eineinhalb Jahren noch wie ein unkreativer, schlechter Witz geklungen haben muss, ist an diesem 8. September Basketballrealität. Deutschland schlägt die USA und Deutschland schlägt die USA verdient. Was für ein unfassbares Basketballspiel! Was für ein Turnier! Der Fakt, dass du von 12 Spielern, also nur haben nur 11 gespielt. Dass du keinen dabei hast, für den der Moment zu groß war heute, ist unvorstellbar. Ist unvorstellbar. Ist für mich auch nicht erklärlich. Du kannst froh sein, wenn du 8 hast normalerweise, die so laufen, wie sie normalerweise laufen. Und du hast 11. Keine Angst vor dem Moment. Alle spielen nah an ihrem Leistungsmaximum. Wahnsinn. Von vorne bis hin einfach nur geil, die Truppe. Ist einfach eine verdammt geile Truppe. Dass mein Team extrem geil ist. Ich glaube, das ist das beste Team, was ich je hatte. Special teams. Special. Hey, we got one more. One more, man. One more. Go to three. 1, 2, 3. Wie sieht denn so ein Abend dann nach so einem Spiel, wie sieht die Nacht aus, wenn man gerade die US Boys geschlagen hat, wenn man ins Finale eingezogen ist? Da ist wahrscheinlich noch sehr viel Adrenalin im Körper und so weiter. Wie sah das gestern aus? Ja, das ist schon eine Herausforderung, ne? Also schlafen ist da nicht viel, generell nach Spielen schwierig. Und irgendwie muss man sich ablenken, die Dynamik hier mit den Jungs genießen, vielleicht ein paar FaceTime-Calls tätigen, keine Ahnung, und Film gucken, sich das vielleicht nicht so reinziehen und dann versuchen, so viel wie möglich zu schlafen. Vor dem Finale heißt es Muskeln lockern und Anspannung hochhalten. September, Endspiel der Basketball-Weltmeisterschaft 2023.
Deutschland gegen Serbien. Gold oder Silber. Von Beginn an lebt das Spiel von einer hohen Intensität. Vogtmann, Obst hat den kaum in der Hand, aber auch der swischt. Alles auf Augenhöhe, die Anspannung bei 180.000. Bogdanovic, weiter back gegen Joe Vogtmann. Boah, das ist ein Killer, der Typ. Doch die deutsche Nationalmannschaft hat immer wieder eine passende Antwort. Schröder, Theis, Two-Man-Game, das ist so wunderschöner Basketball. Aber da ist Dennis Schröder mit dem Stil und mit dem Tempo und mit dem Dank. Dennis Schröder, Ausrufezeichen. Svetislav Pesic, vor 30 Jahren Europameister mit Deutschland, sieht im dritten Viertel ein stärker werdendes DBB-Team. Andi Obst, Skip-Pass, Vogtmann hat Platz, aber findet den extra Pass. Was ist das für ein genialer Pass? Ein klassischer Vogtmann. Und wir schnuppern, wir riechen es, es liegt in der Luft. 11 Punkte Vorsprung. Dennis Schröder. Er war der Killer gegen Team USA. Was macht er jetzt? Schröder mit Tempo, Crossover in den Schwarzen. Vier Punkte bei 21,4 Sekunden. Die Bank jubelt. Sie beginnen langsam es zu verstehen. Auf der deutschen Bank dieses Team, dieses Schicksalsteam. Das Spiel ist vorbei. Was passiert ist? Das gibt's nicht. Es ist die größte Leistung des deutschen Basketballverbandes in seiner Geschichte. Es ist eine Mannschaft, die in die Ewigkeit eingehen wird. Weltmeister Basketball. Auf Braunschweig. Als wir angefangen haben, war Deutscher Basketball immer ein Scheißleiter. Hey, 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 hey! My dog. Respect, my man. You're young. Your come still comes, bro. Wir haben einfach Bronze geholt letztes Jahr, dieses Jahr Goldmedaille. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Deutschland steht jetzt für immer auf dem Pokal drauf. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, es ist nicht in Worte zu fassen. Wenn du eine ernste Frage stellst, dann bin ich sauer, Bruder. Was ist los? Ey, keine ernste Fragen, die Mediengeschichte ist vorbei. Wirklich? Wir haben nur noch Spaß, Digga, wie sind wir? Wir müssen nicht mehr ernst sein jetzt hier. Das war der Ausschlag zum Sieg heute. Wie schwer ist das? Warum war es so schwer? Warum war es so schwierig auf deutscher Art? Warum? Warum haben wir es nicht immer mit 40 gemacht? Ich bin in der Matrix gefangen. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Crispy! In der Mannschaft sind Brüder, in der Mannschaft sind alte Weggefährten, in der Mannschaft sind Freunde, die haben zusammen in den Teenagerjahren gespielt. So. Das ist wichtig, ab und zu immer mal wieder sowas auch zu erleben. Sportromantik. Thing is, hey, you guys are better people than players. That means a lot. All right? We did this, hey, we went 8-0. 8-0, we stayed together. Hey, guys picked up each other every game. Mm. Different things. True factor of a team. All right? And most kept a shirt on. Let's go, man.
Geschafft. Die Mission WM-Titel und körperlich. Jetzt ist eine ganz andere Ausdauer gefragt. Geht heime. Heime jetzt in der Heimat. Dreißig Jahre nach dem Europameistertitel feiert das DBB-Team und feiert Deutschland den WM-Titel. Ein Team, das über zwei Jahre zusammengewachsen ist und eine stetige Entwicklung gezeigt hat. Auch dank der Jugendarbeit in vielen kleinen und großen deutschen Vereinen war es möglich, über die Jahre Deutschland bis an die Spitze des Weltbasketballs zu führen. Der Erfolg gehört den Spielern und dem Trainerteam. Gewonnen hat aber auch der Basketball in Deutschland. Vor 6-7 Wochen, wo wir Nationalmannschaft angefangen haben bei der Vorbereitung, da war es schon special. Wie wir uns alle gegrüßt haben, wie wir die ersten Trainingseinheiten gemacht haben. Ich wusste, dass es was Historisches wird. Und jetzt sind wir hier und haben Gold geholt, sind Weltmeister. Und ich hoffe, dass hier natürlich viele Kinder und natürlich auch Ältere dazu bringen und bewegen, Basketball zu spielen. Und vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Before this summer, nobody believed in us. But now, you know who did? Müde vom Handy sein. Ja. Weißt du, was ich meine?